Ja, muss ich schon. Du musst schon. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe ein Messer, weil ich eine Zwiebel schneide. Danke, Schatz. Bitte gerne, kannst weitermachen. Ja, aber erklär uns doch mal schnell, was es zu essen gibt. Wir kochen. Es gibt Elbler-Makronen, Schweizer Art und ja, das gibt's. Im Wesentlichen sind das gemischte Makaroni-Nüdelchen mit Kartoffelstückchen, die ich ja schon am Vorbereiten bin, mit einer Sahne, Speckwürfeli-Soße, bisschen Zwiebel, Knoblauch und natürlich guten Schweizer Käse dazu. Uäpp. Ja, original Appenzeller. Ja. Kostenvermögen. Aber schmeckt. Ja. Schmeckt nach Heimat. Ja. Ja. Und kostet nach Heimat. Ja, Schatz. Gut. Und wenn wir dann ein Feuer haben, dann können wir mit Kochen anfangen. Feuer da. Und alles geschnibbelt ist. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe jetzt los und muss noch Feuerholz holen. Und dann melden wir uns wieder, wenn es was Neues gibt. Also sprich, wir irgendwas angezündet haben oder dabei sind oder irgendwie so. So, also wir haben jetzt mal die Feuerstelle soweit vorbereitet. Das ganze Klopapier kommt nicht von uns. Das hat irgendjemand anders da deponiert. Naja gut, Freude und Leid. Einerseits in der Feuerstelle deponieren ist nicht so schlimm wie sonst vor den Wald schmeißen, aber schön ist auch nicht für denjenigen, der sie benutzen möchte. Naja, jedenfalls, was wir jetzt gemacht haben, ist ein Gerüst für den Topf gebaut, wie man hier sehen kann. Man kann natürlich logischerweise auch irgendwas Hakenmäßiges konstruieren, ein Dreibein aufstellen, zum Topf dranhängen und. Haben wir aber alles nicht dabei, also eine lange Kette, wo man den Topf dranhängt und ein kleines Mini-Dreibein. Das wird einfach schwierig wegen dem Terrain. Ich zoome mal so rum. Die klassische Astgabel ginge noch. Ja. Aber das Problem ist halt durch diesen Steinhaufen, der hier um die Feuerstelle drumherum ist und den verdichteten Boden da drüben, wo jetzt Frau gerade hockt, ist das sehr schwierig, hier jetzt irgendwas in den Boden zu rammen, wo man dann den Topf aufhängen kann. Drum haben wir uns eben entschieden, wir machen ein klassisches Balkenkochfeuer. Notfalls müssen wir mal irgendwann neue Balken machen, wenn die durchzubrennen drohen. Wie kriegt man so einen dicken Balken durch? Man hat ein Taschenmesser dabei und sägt ihn so lange an, bis man ihn brechen kann. Ganz einfach. Jo. Und Zunder liegt schon drunter. Was haben wir für Zunder, Schatz? Rest Birkenrinde und ein Wattepad. Okay. Und Streichhölzer liegen nebendran. Diesmal sind sie hoffentlich auch nicht nass. Der ein oder andere wird sich erinnern. Ja, und dann machen wir auch Feuer. Ui. Was ist das für eine Reibefläche? Ja, das sind die Überallzünder. Ach so, habe ich die erwischt. Ja. Noch einen Zunder finden. Ich glaube, ich habe den Zunder gefunden. Sieht so aus, ja. Ich habe übrigens Stativ vergessen, deswegen bin ich heute Kameramann. Ja. Aber dann können wir gleich die Bildstabilisierung von diesem Objektiv mal testen. Mhm. Bist du denn auf der Hand langer oder bist du nur Kamera? Nein, ich bin nur Kamera, Ben. Gut. Oder Kamera, dein Mann, was dir lieber ist. Kamera, mein Mann. Okay. Mein Mann an der Kamera. Ja, und wenn das dann mal schön brennt, dann bin ich auch wieder handlanger. Holz ist so nach allen Kenntnissen des Holzsammelns gesammelt, aber es hat schon viel geregnet die letzten Tage, was ja gut ist. Deswegen haben wir natürlich schon eine ordentliche Qualmentwicklung. Das ist übrigens eine 100% legale Feuerstelle. Bei der Gelegenheit, wenn ich hier schon gerade am Erzählen bin, kann ich mal hier rüber gehen. Das Coole ist, hier können also auch durchaus ganze Gruppen auch bei nicht optimalen Wetterbedingungen wunderbar befeuert und verköstigt werden. Und das einzige Hinweisschild bezüglich Feuermachen verboten ist, bitte beim Verlassen der Grillstelle Feuer löschen.
das mal cool, ne? Also wir haben wirklich eine Weile gebraucht, um rauszufinden, dass es hier eine derartig coole Grillstelle gibt mit Grillhütte, ne? Mit eben diesem tollen überdachten Platz zum Sitzen. Alles legal, alles super, alles prima. Also wirklich, wirklich meine neue Lieblings-Grillgelegenheit im näheren Umkreis. Von uns waren das jetzt circa 20 Minuten Fahrt, aber das auch nur, weil man hier halt so schwer herkommt. Ne? Also was heißt 20 Minuten Fahrt und halbe Stunde sind wir sicherlich gelaufen. Ach so, wir sind oberhalb von Walbrechtsweiher und am Hang des Merkur. Quatsch, nicht des Merkur, des Eichelberg. Und mit dem Eichelberg verhält es sich nämlich so, dass ich den Eichelberg von meinem Elternhaus schon immer gesehen habe. Ja? Und auch wenn man mit der Autobahn angefahren kommt, als ich noch ganz klein war, also wirklich gerade so, dass ich mich gerade so erinnern kann, und wir wollten Oma besuchen. Also ich bin ja in Hannover geboren, ne, und in Hannover aufgewachsen. Und Oma lebt hier unten am Schwarzwaldfuß. Und wenn wir dann losgefahren sind, um Oma zu besuchen, dann sind wir entsprechend lange nach Süden gefahren, von Hannover bis hier. Das dauert eine Weile. 5 Stunden kann man da schon rechnen, sind 520 Kilometer. Irgendwie sowas um den Dreh. Gerade mit Kind, wenn Kind dann häufiger mal Pause braucht, da ist man sicher 5 Stunden unterwegs, selbst wenn mein Vater nie besonders langsam gefahren ist. Naja, egal. Jedenfalls sieht man dann, kurz bevor man die Autobahn verlässt, bereits diesen Eichelberg in der Ferne und kann sich daran orientieren. Dann habe ich immer gebrüllt, der Eichelberg. Und dann wusste ich, jetzt sind wir gleich da. Also Kinder beim Autofahren, man kennt das, sind wir schon da? Wie weit ist es noch? Und so weiter. Und dieser Eichelberg ist also eigentlich ein extrem wichtiger Berg. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war da nicht ein einziges Mal auf dem Gipfel, noch nie. Ja, und das ist ein Projekt, das wir heute zu ändern gedenken. Also wir kochen jetzt unsere Elbler-Makronen, heißt das so? Und dann werden wir irgendwo mal rausfinden, wo da hinten, irgendwo da wird der Gipfel sein. Der Gipfel ist nichts Spektakuläres, man hat auch keine Aussicht, aber ich möchte jetzt einfach sehr gerne mal gewesen sein. Und später gibt es dann noch ein paar kleine Impressionen aus dem Herbstwald. Der ist hier noch schön belaubt zum Teil. Da kann man noch ein paar nette Bilder machen und vielleicht noch das eine oder andere auch erklären. Und dann experimentiere ich noch mit alternativen Objektiven. Die haben aber keine Bildstabilisierung. Zum Filmen muss also dieses hier oder das krasse Zoom-Objektiv, aber das ist dann halt viel zu krass gezoomt, muss daher erhalten. Es gibt dann auch demnächst Näheres zur neuen Technik im Kamerabereich, aber viele von euch interessiert das sowieso nicht so sehr. So, jetzt hat diese Hütte hier hinten noch so einen kleinen Kapuff. Da gucken wir mal rein. Ich weiß auch nicht, ob ich da reingucken will. Aber das wäre ja jetzt so das Ultimative, wenn da tatsächlich niemand reingeschissen hätte. Nehmen wir mal an. Geruchscheck. Oh, guck mal, Holz. Ja gut, das kriegt man natürlich ohne Werkzeug nicht klein. Und das würden wir auch nicht benutzen. Das wäre ja Cheating. Aber Geruchscheck, ich meine, natürlich liegt da Klopapier. Ja, da wird die ein oder andere Frau wahrscheinlich mal hingepinkelt haben. Aber es geht, es geht. Es liegt zumindest schon mal nichts. Nichts mit Substanz in der Ecke. Man könnte in drei Richtungen in den offenen Wald rennen und da pinkeln gehen. Frauen. Ja, allerdings. Alle doof. Außer meine. Alle. Außer meine. Und Mutter. Und Oma. Wer hat Schwestern? Die sind auch doof. Und meine guten Freundinnen. Genau. Und aber sonst. Alle anderen. Und Zuschauerinnen. Zuschauerinnen sind natürlich auch nicht doof. Nein. Aber wir machen jetzt erstmal schön Feuerchen. Und wenn wir dann anfangen mit Köcheln, wenn dann... Das geht nicht mehr allzu lange, aber dann melde ich mich wieder. So, wir legen los. Da hat es Öl drin. Öl. Und damit wollen wir ganz gerne hier die Zwiebeln anbrutzeln. Mhm. Wir haben hier noch so ein bisschen getrockneten Knoblauch von zu Hause, den brutzeln wir jetzt einfach auch mal mit an. Und natürlich das Fleisch dann rein. Frau Tüxens Kochstudio. So, das ist so. Wir sind immer noch beide verwirrt, dass sie Frau Tüxen ist. Ein bisschen Röstzwiebeliges gibt. Ja. Mhm. Und das ist quasi der erste Gang für den Topf. Dein Mann mag Röstzwiebeln. Raus. Und macht man sich am Schluss wieder über die Elbler-Makronen drüber.
kann ja mein Mann vielleicht bitte noch ein bisschen mehr Fett bringen. Also, nein, liegt hier. Liegt hier, bleib hier. Ich bin vorbereitet. Okay. Die genauen Mengen von den Zutaten schreiben wir euch am besten, glaube ich, hin. Ja. Wir haben sie auch nicht abgewogen oder abgemessen. Haben etwas mehr Fleisch drin, als es Betty Bossi empfiehlt. Doppelt so viel. Um genau sein, ja. Aber du kannst ja noch erzählen, was mit Betty Bossi das auf sich hat. Hervorragend, Schatz, das wollte ich gerade tun. Wollte gerade fragen, ob ich darf. Also, Folgendes. Als ich in die Schweiz gekommen bin, wegen Leuten, ne, die es da gibt, ja, speziell Frau, da hat die mir erzählt, dass man in jedem guten Schweizer Haushalt ein Kochbuch von der Betty Bossi findet. Und sie hat mir versucht, weiszumachen, ich habe sie natürlich geglaubt, die Betty Bossi sei so eine Schweizer Großmutter, die einen Haufen Kochbücher schreibt und ganz viel Küchenwissen hat und in irgendeiner Almhütte hockt und da eben ihre Kochbücher verfasst und ist so quasi so eine Nationalheilige, die Schweizer Nationalköchin sozusagen, die eben Kochwissen weitergibt. So, Jahre später, also wirklich lange Zeit danach, habe ich dann irgendwann mal begriffen, weil ich so lange gedacht habe, das sei wirklich irgendeine Schweizer Großmutter und so weiter und die sei schon gestorben. Und dann gab es aber irgendwas Neues von Betty Bossi. Aber halt, Moment, die ist doch gestorben. Und dann hat mich Frau aufgeklärt, dass das einfach irgendeine Marketingfigur ist. Ne? Also so ähnlich wie das Maggi-Kochstudio. Das existiert zwar auch wirklich, ist aber wahrscheinlich eher ein Labor als wirklich eine Küche, wo irgendwelche sympathischen Maggi-Angestellten irgendwelche Gerichte zusammenpanschen. Also Betty Bossi gibt es immer mal wieder eine neue. Es gibt auch tatsächlich eine Frau, die als Model, also eine ältere Frau, als Betty Bossi Model mehr oder weniger. Das oder ist Betty, jetzt mir neu. Angeblich hat das mal jemand behauptet, das gäbe es. Das ist mir neu. Ich kenne nur Kochbücher von Betty Bossi und weiß, dass sie überteuertes Küchenzubehör verkauft. Ah. Für lustige Sachen, die man vielleicht zweimal macht und dann trotzdem nicht wieder braucht. Na gut. Oh, Frau Unscharf. Ja, ich bin wieder mal, ne, alles noch neu hier, ja. Bedienung. Das ist der Zoom-Ring. Ich habe gerade am Fokus-Ring gedreht, ich wollte doch am Zoom-Ring drehen. Ja, also jedenfalls Betty Bossi ist quasi Johann Lafer in Schweiz. Ja, und in Unecht. In Unecht und in Schweiz. Das ist eine Marke, die dahinter steht. Ja. Und inzwischen weiß ich auch, also wem gehört Betty Bossi? Der Mikro? Dem Coop. Dem Coop. Also ich glaube, also sie kooperiert ja mit dem Coop. Okay. Mikro hat Annas Best. Annas Best, genau. Ja, und jetzt eben, weil Betty Bossi eine Marke ist, die sich der Coop unter den Nagel gerissen hat, also einer der drei Supermarktketten in der Schweiz. Es gibt die vier eigentlich. Es gibt die zwei kleinen regionalen, den Volk. Und wie heißt der andere? Ja, in den Bergen gibt es noch den Primo. Genau, den wir in Graubünden hatten. Also klar gibt es noch einen Spar und einen Dender und so weiter. Ja, gut, die gibt es auch. Ja, und ansonsten haben sie halt die Migros, dieses Schweizer Familienunternehmen, das kein Alkohol und keine Zigaretten verhökert. Also Familienunternehmen sind es auch nicht mehr, ne? Die Genossenschaft. Oh, ganz schweizerisch. Ja. Und dann halt eben den Coop. Das Ding kennt man auch von woanders. Das gibt es zum Beispiel auch in Kinloch Leven in Großbritannien ein. Ja, und Aldi und Lidl haben wir schon auch, aber sie sind halt nicht, Aldi so, Swiss. Nicht so schweizerisch. Aldi Swiss hat ein bisschen bessere Produkte für das doppelte Geld von daheim. Wie daheim. Ist halt auch Swiss, ne? Was nichts kostet, kauft man da auch nicht. Nein, die Schweiz ist toll. Ich kann sie halt nur nicht bezahlen. Darum bin ich neidisch. Ja, darf ich hier mal einen Schnitt machen? Und ich darf noch kurz in den Kochtopf gucken. Aber das sieht man. Ich habe Zoom. Ach so, du hast Zoom. Ich habe Zoom. Ja, weil wir nehmen das jetzt dann schon bald vom Feuer. Okay, dann nimm es mal runter. Dann nimm es mal am besten runter, dann sehen wir das noch. Oh, das war spektakulär. Aber jetzt mache ich wirklich einen Schnitt, ja?
So, wir haben es nochmal angefeuert, weil die Glut war jetzt ideal zum ein bisschen anbrutzeln. Das Resultat sieht man hier. Ja? Und jetzt kommt eigentlich der Kochvorgang, weil jetzt brauchen wir ja noch gekochte Kartoffeln. Und man nehme geschälte, geschnittene, geschnittene Kartoffeln. Schälen ist wichtig, ganz wichtig. Dann machen wir mal in den Topf, hier können wir zumachen. Die Fleisch-Zwiebel-Mischung habe ich noch ein bisschen mit Paprika und Pfeffer gewürzt. Machen wir hier einen Brühwürfel dazu. Zu den Kartoffeln? Zu den Kartoffeln. Kartoffel, ja egal. Und Wasser. Mhm. Wer sich für die Ausrüstung, die wir hier verwenden, interessiert, da gibt es immer ein paar Leute, die das dann wissen wollen. Also, das ist ein Wassersack. Kein Schimmer von wem, welchem Hersteller. Hydrapack. Genau, Hydrapack, dankeschön. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Da passt übrigens der Katadyn B-Free Filter auch noch drauf. Also wer da Wasser mit filtern möchte, kann das tun. Ich wollte mir demnächst mal einen kaufen. Das kommt dann auch irgendwann in Zukunft. Und die Wildo Camper Box ist das, wo jetzt das Fleisch und die Zwiebeln drin sind. Das Fleisch, also der Speck. Ja, der magere Speck, wohlgemerkt. Weil ich mag gern mageren Speck. Das ist auch wieder meine Schuld. Der muss für mich nicht so fertig sein. Ja, ist langsam. Unsere dicken Balken. Nee, die sind einfach zu weit auseinander. Die sind zu weit auseinander, okay. So. Dann nehmen wir da noch zwei Waldfische raus. Also so grundsätzlich kann man vielleicht ein bisschen zusammenfassend sagen, wenn man so direkt auf dem Feuer kocht und einfach ein paar Balken nimmt, damit man es dann reinstellen kann, den Topf, dann klappt das relativ schnell und man kann recht flott eben da auch wirklich was reinstellen. Aber man kann halt nicht so gut nachfeuern. Es ist aber auch wieder windgeschützt. Also wenn es jetzt windig wäre, man hängt den Topf da in einem Abstand von, was weiß ich, einen halben Meter drüber, dann ist das auch wieder schwierig, weil da geht dann recht viel Energie verloren. Klar, Holz ist im durchschnittlichen Wald genügend vorhanden. Da kommt es dann auf den Energieverlust nicht so sehr darauf an. Aber nichtsdestotrotz ist das so ganz cool. Ja genau, Deckel sind wichtig. Ja, und Kartoffeln brauchen ja ein Weilchen. Ja, also sobald das Wasser kocht, machen wir schon die Nudeln dazu. Okay. Weil beides braucht so circa 8 bis 10 Minuten. Die Kartoffelchen, wenn sie klein geschnitten sind, sind dann auch durch. Und es gibt zwei Varianten vom Rezept. Entweder man kocht die Elbler-Makronen wirklich so knapp mit Wasser, dass quasi die Nudeln alles Wasser aufsaugen und man dann nur noch die Sahne dazu tut. Oder wenn man halt ein bisschen mehr Wasser genommen hat, kippt man es ab und würzt etwas mehr nach, weil ein bisschen von der Brühe natürlich auch ein bisschen vom Geschmack weggeht. Und entsprechend macht man dann halt die Sahne dazu. Also und was machen wir? Geht beides. Wir gucken mal, wie es dann ausschaut. Okay. Der Topf ist von Trangia, das ist so ein Trangia Lagerfeuertopf in Anführungszeichen. Also Frau wurde geliefert mit einem Hillebergzelt, einem Trangia Sturmkocher und einem orangenen Auto. Gell, Schatz? Ja. Oh, war doch nur Spaß. So, jetzt sind die Nudeln im Wasser. Die Nudeln sind im Wasser. Weil das Wasser, das kocht schon. So sehen Kartoffeln und Nudeln in Wasser aus. Wow. Krass, ne? Ja, mit Brühe. Ui, und Wasser. Und Wasser. Ob impliziert Brühe schon, dass es Wasser mit drin hat? Ich glaube schon. Okay. So, wie gesagt, 8 bis 10 Minuten köcheln lassen. Okay. Und dann melden wir uns wieder. Wir kommen wieder. So. Ist schon soweit. Ist schon soweit. Wie es ausschaut, können wir die erste Variante machen, weil die Nudeln hier so ziemlich das Wasser aufgesogen haben. Ich kann hier mal probieren, da unten kommt schon noch ein bisschen Feuchtigkeit. Aber die verdampft jetzt auch, wenn wir den Deckel raus haben. Mhm. Dann kommt Halbrahm dazu. Halbrahm. Liebe Deutsche, ich stehe regelmäßig vorm Rahmregal, also Sahne. Sahne. Und versuch Halbrahm zu finden. In der Schweiz gibt es zwei Sorten Rahm in verschiedenen Packungsgrößen. Das braucht so viel Platz im Supermarkt. Da gibt es Halbrahm und Vollrahm.
Vollrahm hat einen höheren Fettanteil, braucht man zum Schlagen, als Schlagsahne und so weiter. Und Halbrahm ist hauptsächlich der zum Kochen. Jetzt habt ihr Deutschen sowas nicht. Was wir gefunden haben, war Rahm zum Kochen mit 15% Fett, könnte am ehesten Halbrahm entsprechen, glaube ich. Also wie ist es da? Man darf keine Marken zeigen, ne? Rahm zum Kochen. Doch, darf man. Man darf Marken zeigen. Darf lediglich das ZDF nicht. Ich bin ja nicht das ZDF. Nein, ARD und so ein Zeug. Ah, weil die schon Geld kriegen. Genau. Können die eigentlich auch GEZ beantragen? Beziehungsweise man müsste dann irgendeine Markennennung einblenden, theoretisch, wenn man dafür irgendwie wirklich Werbung macht, machen wir ja aber nicht. Also soweit geht es tatsächlich erstaunlicherweise noch nicht. Da ist die Richtregel für das öffentlich-rechtliche Fernsehen strenger als für YouTube. In anderen Fällen ist allerdings für YouTube das alles viel strenger als für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Also eigentlich müssten wir da so 100 Milliliter reinmachen, 250 hat es drin. Also ein großer Gutsch. Ein großer Gutsch. Yeah! Ein Gutsch ist ein Schuss. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Und weil der Halbrahm nicht unbedingt kochen müsste, nehme ich es mal vom Feuer. So. Das sieht ja schon gut aus. Also, man dampft sich selber einmal voll damit. Rührt mal gut um. Das reicht mit dem Gutsch. Dann mache ich ungefähr die Hälfte, ja, zwei Drittel vom Käse rein. Der andere Drittel streuen wir dann oben drüber, weil es einfach so zum Essen schön ist, wenn man noch ein bisschen Käse oben drüber. Und den Käse haben wir jetzt schon mal vorgeschnibbelt, ne? Der ist normalerweise in Scheiben. Quasi Reibkäse geworden in der Zwischenzeit. Es gibt nämlich keinen Appenzeller in Gerieben in Deutschland zu kaufen oder jedenfalls nur sehr schwierig. In der Schweiz gibt es den überall. So, in etwa so. Dann würzen wir nach Belieben noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Salz braucht in der Regel nicht so viel, wenn man mit Brühe gekocht hat, weil wir jetzt auch gar nichts ableeren mussten. Schatz, ja? Ich krieg Hunger. Ja. Mmh. Ist auch richtig so. Sieht lecker aus. Und was hast du dir gekocht? Ich habe eine Frau. Die macht ja, das. Ja, die isst du dann, oder was? So, ja, ein bisschen noch. Ich bin immer recht zurückhaltend mit Pfeffer, weil ich es nicht alles. Wir sind mal aus Gewichtsspargründen zu dieser Tütchenlösung für Gewürze übergegangen. Das mag jetzt vielleicht nicht besonders Bushcraft-like sein. Das ist jetzt eher mehr so Trekking-Effizienz-Gewürzbeutel. Ist der Knoblauch da schon dran? Nee, der ist in der. Achso, der ist beim anderen Zeug. Beim anderen Zeug. Das könntest du mir eigentlich gerade kurz bringen, wenn du. Nee, weißt du was? Wir nehmen alles mit zum Tisch. Das muss nicht mehr drauf. Das sieht warm genug aus. Mhm. Im Zweifel könnte man es noch ganz kurz aufs Feuer machen. Damit der Käse schmilzt, aber der schmilzt auch so, glaube ich. Nee, damit der Rahm, der kalt reinkommt, heiß wird. Aha. Ja, stellen wir es doch noch mal ganz kurz aber drauf. Man sollte ihn nicht wirklich kochen. Mhm. Ja, guck mal. Nam. Ja, man kann bei der Wahl seiner Frau nicht vorsichtig genug sein. Also nicht nur drauf gucken, dass sie ein Hilleberg-Zelt und einen Topf hat und ein orangenes Auto haben. Ne? Touché, Schatz, touché. Ja, reicht. Yay. I will follow you. Ja, you will follow the food. Nein, dir. So, und da haben wir es uns schon häuslich eingerichtet. Hier wieder ein bisschen dunkler. Und jetzt kommt ja hier noch ein Teller für dich. Aber ist auch cool, die Videofunktion macht das einfach sich ändernden Lichtverhältnissen, passt sich automatisch an. Sehr cool. Also man kann es sich eigentlich so, wie ich es jetzt im Topf hier habe, anrichten. Jetzt sieht es ja lecker aus. Mhm. Ich mische es einmal drunter, weil letztendlich ist es schöner, wenn man es einfach gerade schon gemischt hat. Profiküche muss jetzt nicht mit schön anrichten und so ein Quatsch das machen. Ja, ich habe auch das Strünklein Petersilie nicht dabei, dann müssen wir noch aus dem Wald holen. Für das Tüpfelchen grün auf dem Teller. Also die Schweizer wissen, was gut ist. Also was Essen angeht, also alles geil. Also wirklich. Schatz, bring dich nicht in schwierige Situationen. Wieso? Wenn du nur sagst, was Essen angeht. Ach so.
Sehr praktisch draußen ist auch so ein halbes Geschirrtuch. Kann man als Moment. Toro! Toro! Kann man als Topflappen, als Geschirrtuch, als alles Mögliche verwenden. Ja! Das war irgendwie eh schon ein altes, kaputtes Geschirrtuch. Die Löcher habe ich jetzt rausgenäht. Ja! Cool. Ja. Ich schöpf dir mal, ne? Du hast ja, gesagt, bitte. Du hast Hunger. Ja. So. Nam, nam, nam. Ups. Einmal Elbler-Makaronen à la Wald. Und dann stellst du mal das Öl noch weg, dann gibt das hier das Thumbnail. Moment. Oh, jetzt, ja. Dann gibt es da noch ein bisschen extra Käse drüber. Mhm. Dann machen wir schon richtig. Mhm. Wenn wir da so instamäßig. Dann drehe ich das, dann sieht es sauber aus. Mhm. Und. Sieht ja, Schwarz, wir haben doch. Aus. Hä? Sieht nicht wirklich sauberer aus. Es fehlt wirklich noch Petersilie. Ein bisschen Petersilie, mir fehlt nicht. Aber wir machen jetzt ein bisschen Fake-Röstzwiebeln noch drüber. Oh, Fake-Röstzwiebeln. So. So, und fertig ist das Thumbnail mit dem Löffel im Hintergrund. Das passt. Jetzt. Gut. Klick. Dann schreiben wir da noch lecker drüber und dann passt's. Oh, ich muss ja noch vor laufender Kamera degustieren. Moment. Jetzt gibt's gleich Wackelkamera. Da müssen wir jetzt durch. Halt du mal. Ich halte mal. Oh, jetzt darf ich mich setzen. Ah, ja, sitzen. Hallo. Wo darf ich denn drehen, dass ich dich kleiner, größer habe? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, das ist der große Ring. Ich habe ein bisschen Rotznase. Das ist jetzt nicht Corona, sondern hier Feuer. Und außerdem ist es kalt. So. Ich habe. Warte. Ja, iss mal. Du bist irgendwie drauf. Mmh. Ja, zwar nicht nur, aber Liebe geht halt doch auch durch den Magen. Mmh, köstlich. Nee, wirklich sehr lecker, Schatz. Mmh. Gut, dann würde ich hier gerne die Kamera irgendwo jetzt auf die Aufnahme beenden drücken und selber auch essen. Mmh. Bis gleich. Wo auch immer der Knopf ist. Mmh. So, das war's. Küchenchefin weist darauf hin, ich möge bitte noch erzählen, dass man traditionell zu den Elbler Makronen Apfelmus reicht. Hut sitzt nicht richtig. Was wir zwei jeweils nicht so ganz nachvollziehen können, aber traditionell ist das so. Im Regelfall isst man das Apfelmus so, dass man es quasi nebendran auf den Teller klatscht. Und dann pro Bissen das jeweils da nochmal reintunkt, also quasi nein, wie Ketchup. Nein, nicht reintunkt, einfach dazu isst. Dazu isst? Also ja. Du isst eine Gabel Apfelmus und dann isst du eine Gabel Elbler-Makronen. Ist ja furchtbar. Ja. Ist genauso wie bei Hörnli und Kakteln mit Apfelmus. Das ist Hörnchen, Nüdelchen mit Hackfleisch drüber und dann auch Apfelmus. Es gibt Leute, die mischen das alles durcheinander. Wenn ich das kriege, bin ich froh, wenn ich das Apfelmus in einer separaten Schale habe und dann so quasi nachher als Nachtisch esse, aber es muss eigentlich nicht sein. Ja, und eben, das wollte ich auch gerade erzählen, auch bei den Elbler-Makronen gibt es Leute, die das alles durcheinander kippen und dann, ja, also uns hat es jetzt hervorragend geschmeckt, ohne Apfelmus. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht, nein, ne? Aber ja, wer das mag, dann ist das so. Sonst noch was, Schatz? Was soll ich sonst noch erzählen? Dass man mit den Zutaten nicht allzu genau abmessen muss. Das ist so ein Handlenk-Malpie-Rezept. Okay, also mit den Zutaten nicht so genau. Ja, ihr habt es ja gehört. Und ja, jetzt machen wir Folgendes. Wir werden jetzt die Feuerstelle schön platt machen. Ne? Also alles schön großflächig verteilen. Dann sind wir noch einen kleinen Moment da und warten, dass das schön ausgekühlt hat. Und dann haben wir ja noch einen Rest Wasser. Und werden da auch noch entsprechend Löscharbeiten vornehmen, so wie sich das gehört. Aber ja, viel ist da sowieso jetzt nicht mehr. Genau, das wäre jetzt so der nächste Stand. Damit tschüss für diesen Teil. Und dann steigen wir auf den Berg. Und in der Fortsetzung steigen wir auf den Berg und gucken mal, was da oben ist. Wahrscheinlich nicht viel. Ja, Aussicht gibt es keine. Weil wie gesagt, ich sehe diesen Berg von daheim. Da kann man drauf gucken und da ist oben drauf alles bewaldet. Also es gibt keinen kahlen Gipfel und auch keinen Aussichtspunkt oder irgendwie sonst wie. Aber ja, trotzdem. Ne? Also, wie gesagt, im zweiten Teil für diesen Teil. Macht's gut. Bis, ja, in 5 Minuten.